Hi Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 3. Nach dem Kampf mit Garuda können wir uns jetzt weiter umschauen. Ich habe die Berufe wieder umgeändert, damit die auch hier mal wieder weiter ableveln können, so wie immer halt. Gibt es hier Verstecke? Das sieht alles so versteckig aus. Hä? War hier ja noch nie. Dann gehen wir mal da rein. Huch, wo sind wir denn? König Alus zeigt seinen Schmerz nicht, doch er verlor seine Mutter sehr früh und nun seinen Vater. Oh, das ist traurig. Gigameths Kraft ist die Dunkelheit, die die Herzen der Menschen verdirbt. Und wenn die Hoffnung verloren ist, nimmt die Dunkelheit ihren Platz ein. Im Erdgeschoss dieses Turms soll es einen geheimen Gang in die Schatzkammer geben. Oh, echt? Noahs Laute liegt im Tempel der Zeit und ward einst ewiger Stille geweiht, da ihr Klang die Welt der Träume erreicht. König Alus, ich darf meinen Vater nicht enttäuschen. Achso, das ist ja... Quatsch, ist ja... Ja, ist ja der Alus. Ich darf meinen Vater nicht enttäuschen. Nicht nur Saronia muss ich den Frieden bringen, sondern der ganzen Welt. Es gibt also viel zu tun und es wird noch Gelegenheit geben zu trauern. Bitte nehmt euch alles in Saronia, das euch auf eurer Reise behilflich sein kann. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Cool. Unter den Wellen ein Tempel vergangen, südlich Saronias zwischen den Zangen. Ward durch göttliche Wut untergegangen. Klingt, als wäre noch was unter Wasser. Und irgendein Tempel der Zeit. Ist denn hier beim König noch ein Versteck? Glaube ich aber eher nicht, dass hier jetzt ein Versteck ist. Können wir hier wieder irgendwo hin? So geheimmäßig? Nee? Gut. So. Dann gehen wir wieder raus. Ganz raus. Hier sind die Betten. Eigentlich müsste ja jetzt alles frei sein. Sind die Geschäfte dann auch wieder offen? Das wäre voll cool. Die Musik ist ein bisschen leicht nervig, aber kennen wir ja schon. Jetzt können wir da tatsächlich rein. Oh, was ist das denn hier? Das ist ja cool. Die lernen hier. Wir sind die Ingenieure von Saronia. Die schlauesten Köpfchen der Welt. Wir haben schon auf euch gewartet. Wir haben aus den alten Ruinen ein fliegendes Schiff geborgen und es restauriert. Sie heißt Nautilus und gehört euch. Lasst uns gehen. Cool, wir haben unser Schiff wieder. Ich will aber noch gar nicht gehen. Hä? Was? Hey, wartet auf mich. Ne. Ich will aber noch gar nicht gehen. Ich will mich nur umschauen. Das Schiff ist außerhalb des Schlosses vertäut. Und denkt daran, sie heißt Nautilus. Sie ist ein tolles Schiff. Der Motor ist stark genug, um euch durch die Winde, die den Dalkontinent beschützen, zu bringen. Ah, dann können wir durch diesen Wind, der uns vorher nicht durchgelassen hat. Du bist ein stolzer Besitzer der Nautilus. Yeah. Unsere Enterprise wurde ersetzt. Die Nautilus ist schnell wie kein anderes Luftschiff. Wäre es nicht toll, wenn sie auch noch unter Wasser fahren könnte? Ja, könnt ihr das machen? Das nächste Projekt des genialen Mechanikers wäre es... ein Luftschiff unter Wasser fahren zu lassen. Ja, dann macht das doch mal. Dieser geniale Mechaniker befand sich auf einem Luftschiff, als die Dunkelheit kam. Was aus ihm geworden ist? Aber vielleicht finden wir den noch. Und dann macht er uns das Unterwasser-Ding. Und dann finden wir den Tempel der Zeit oder so. Schauen wir mal. Hier ist nix. Was ist hier? Juhu. Oh cool, die Magier. Hier, die stehen hier so. Die einzigen, die ein Erdbeben dieses Ausmaßes heraufbeschwören können, sind die drei Zauberer des Dalkontinents. Der Motor der Nautilus sollte stark genug sein, um gegen Winde... Ja? Kriegerslicht, der Dalkontinent. Der Name kommt mir bekannt vor. Ja. Vor seinem Tod gab der Großmagus Noah Bruchstücke seiner Kraft an seine drei Lehrlinge weiter. Xande, Doga und Unai. Und? Hier irgendwas versteckert? Soll doch hier noch irgendwo im Keller was geben. Wie kommen wir da hin? Da brauchen wir ja nicht wieder rein. Oder? Nee. War das jetzt die rechte Tür hier? Ich bin komm durcheinander. Nee, dann waren wir ja jetzt hier schon. Okay. Gehen wir mal weg.
Ah, ich muss mal eben kurz einen Cut machen. Moment. Ah, da bin ich wieder. Ich musste mal eben nach meiner Katze schauen. So, jetzt könnten wir hier mit unserem Schiff fliegen, fahren, wie auch immer. Will ich das überhaupt? Nö, ich will mich noch umschauen. So, was sagt ihr? Ja, da waren wir auch schon in Duster. Sind denn jetzt die Läden hier alle offen? Hier, gehen wir mal in den Magierladen. Guck mal hier, hier. Jawohl, offen. Ha, cool, jetzt können wir hier uns wieder dusselig kaufen. Wahrscheinlich habe ich wieder nicht genug Geld. Konfus könnten wir jetzt auch machen. Lähmung, Stein und Eisgar haben wir auch erst einmal, aber reicht auch eigentlich erstmal. Also, was haben wir hier noch? Ach ja, den Innenladen, ist klar. Muss ich nochmal alles abklappern, weil jetzt hat man sich das alles gemerkt, was vorher zu war und wo man überhaupt hin kann. Und jetzt ist ja alles offen. Noch ein Magierladen. Ja, echt eine große Stadt. Oh, cool, Vikra. Her damit. Obwohl es nicht viel bringt, wir können ja noch nicht mal Vitra. Und Protes. Ich will Protes können. Und Engel. Wir können Leute wiederbeleben. Ja, bitte. Immer her mit dem Kram. Beseitigen. Erteilt schwachen Gegnern K.O. Oh, unser Geld ist jetzt schon weg. Jawohl, das ist richtig geil. Ich glaube nicht, dass jemand von uns das gerade überhaupt benutzen kann, aber ich will es haben. Ich will es unbedingt haben. So, dann lernst du jetzt mal Vikra. Was hier auf Stufe 5 ist. Ach du Scheiße, okay. Es kann sich ja nur noch um mehrere Tage handeln. Hm. So, kannst du dann auch Protes machen? Oh, Protes ist auch auf Stufe 5. War das jetzt so schlau, dann das zu kaufen? Engel, bitte. Engel, alles auf Stufe 5. Er soll das aber können. Mino. Vitra kannst du schon. Kann eigentlich noch irgendjemand einen Weißzauber? Ich weiß nicht, ob Refia das kann. Hier, lernen das mal. Ich weiß nicht, ob sie Vitra kann. Hm. Ich check das immer noch nicht mit diesen 1, 2, 3 Stufen hier. Warum, wenn ich halt zaubern will, dann wie viel es noch nicht geht. Also ob die einfach noch zu schwach sind und ableveln müssen oder ob das ganz der falsche Beruf ist oder so. Weiß ich noch nicht. Richtig cooler Laden, auf jeden Fall. Oh, und jetzt sehe ich wahrscheinlich hier voll die Sachen, die ich auch haben will. Nee, so Blitzspeer und Windspeer brauchen wir jetzt gerade nicht. Ausnahmsweise, das war ja eh der Laden, den kennen wir ja schon. Hier ist ein anderer Waffenladen. Was hat der so? Feuerroute, Blitzroute. Das ist alles für Arg. Und ist auch cool. Oh, Mann, oh. Ich kann mich nicht entscheiden. Der hat jetzt nur immer diese blöden Zauberstäbe, die überhaupt nicht viel bringen. Ja, ich werde Geld scheffeln müssen. Ich werde Geld scheffeln müssen. Und dann, das mir nach und nach wieder kaufen müssen. Gehen wir mal hier hin. Immerhin haben wir die Zauber jetzt. Das ist ja auch schon mal cool. Das war jetzt nicht so schlau. Fangen wir nochmal von vorne an. Nochmal dahin. Was sagt unser Kupo? Nichts. Okay. Okay. Hier ist irgendwie nichts. Hier sind die Schokobos. Nö, das bringt uns ja nicht viel. Außer, dass wir uns einen Schokobo schnappen können. Zack. Lass mich runter. So, was haben wir noch? Ach, wir können jetzt hier in die Bibliothek. Stimmt, große Bibliothek von Saronia. Mhm. Buch des Ovens Weites. Ja. Zurzeit arbeite ich an Kryostase, dem Einfrieren von Objekten zu ihrer Erhaltung. Poetisch ausgedrückt ist ein Objekt in Kryostase unabhängig vom Fluss der Zeit. Dies sollte theoretisch auch auf Lebewesen zutreffen.
Altes Buch Teil 4, die vier Krieger, die aus der Welt der Dunkelheit kamen, haben das wütende Licht gestoppt. Wer sind sie? Woher haben sie ihre Kräfte? Wir wissen nur, dass ihre Tapferkeit die Welt vor der Zerstörung bewahrt hat. Toll. Altes Buch Teil 2, die Wind, Feuer, Wasser und Erdkristalle halten Licht und Dunkelheit im Gleichgewicht. Hier gibt es so bestimmt einen Geheimgang. Die Kunst der Dunkelklinge, die Berge westlich von Saronia, bergen das Geheimnis der Kunst der Dunkelklinge. Die Theorie des ewigen Motors. Seine praktische Basis hat das Rad der Zeit im temporären Gleichgewicht von Antimaterie. Aha. Das ist eine Bücherei. Gibt es bestimmt nur einen Schalter und dann geht's durch. Auf die andere Seite. Oder man kann hier noch lang? Nicht? Was? Buch des Ofen, das dritte. Alles ist vorbereitet. Ich werde Saronia nun verlassen und zur Forschungsstätte reisen. Ich werde meinen Sohn Dash mitnehmen. Er ist bereits ein begabter Wissenschaftler. Dash! Dash! Nach vielen Jahren ist es fertiggestellt. Das Instrument, das es uns ermöglichen wird, Objekte von unglaublicher Größe und Masse zu heben und zu kontrollieren. Wenn sich meine Berechnungen alle als richtig erweisen, könnten wir sogar den Planeten kontrollieren, auf dem wir leben. Steht denn hier immer was anderes? Die vier riesigen Statuen brennen jeden nieder, der sich in ihrer Nähe wagt. Die vier Zähne in unserem Besitz sind das, was uns eine sichere Durchfahrt gewährt. Aha, vier Zähne? Ich erinnere mich an diese Statuen, die mich sofort platt gemacht haben. Das war nicht ohne. Und hier kann man doch bestimmt irgendwie rüber, oder nicht? Hätte ich jetzt vermutet. Geht aber anscheinend nicht. Vielleicht gibt es noch einen anderen Eingang. Kann man hier auch ran? Nee. Wie kommt man denn dann links rüber? Bin ich irgendwie verwirrt. Da ist doch links noch... Ach, das soll oben sein, ne? Aber kommt man nach oben irgendwie? Ich will nach oben. Es ist nicht links, es ist oben. Oder so. Luftschiffe für Liebhaber. Unsere Redaktion wählt die drei großartigsten und spektakulärsten Luftschiffe des Jahres. Erster Platz, die tauchende Nautilus. Zweiter Platz, die kolossale Invincible. Dritter Platz, die unbezwingbare Enterprise. Yeah, das war unser Schiff. Dann haben wir es kaputt geschossen gekriegt. Praktische Basenrad der Zeit, das hatten wir schon. Vielleicht gibt es hier irgendwo... Teil 3 haben wir die Kraft des Lichts missbraucht. Zu viel Licht fließt überall. Wir können es nicht aufhalten. Das ist das Ende. Sie kommen. Sie kommen. Buch des... Zurzeit arbeite ich an Kryostase. Ach ja. Dann hatten wir das hier aber noch nicht. Nee, steht da nichts? Achso. Meno. Okay, dann... Ja, dann war es das wohl. Dann ist die Bibliothek durch. Alles klaro. Haben wir die auch mal gesehen. So, dann ist hier wieder so ein Innenladen. Da ist nichts mehr. Vielleicht nochmal links. Nee. Geh mal an den Bäumen lang. Und wo versteckt sich der hier? Begebt euch zur Bibliothek. Dort werdet ihr das Wissen finden, das ihr sucht. Ja, wir brauchen irgendwie vier Zähne. Aber, naja. Hier ist noch ein Magic-Laden. Was hat der denn so? Eisravitra, blindner Teleport. Haben wir alles schon? Das ist gut, dann brauche ich hier nicht nochmal hin. Geh bitte hier entlang. So, und dann gehen wir jetzt nochmal in das letzte Viertel, wo wir noch nicht waren. Und gucken mal, was hier jetzt für Läden sind, die offen sind. Hier konnte man ja vorher auch schon hin. Bei dem Chocobo, bei dem Fetten, können wir was lagern. So. Was war hier nochmal drin, ne? Ach, das war diese Schenke. Ach ja, genau. Wo wir den Atlus geholt hatten. Ja. Oder Altus. Atlus? Atlus, ja. So. Hier, Rüstungsladen. Hatten wir auch noch nicht.
Runenarmschutz, Gelehrtenrobe, Gelehrtenhut, Geierweste. Im Moment sind wir kein Gelehrter mit Arc. Könnte man aber auch nochmal so auf Dauer gesehen sich... Nein, ich wollte eigentlich rechts lang. Könnte man sich besorgen, einfach um Sachen zu haben, wenn wir ihn wieder umrüsten. Dann hat man was. Hier passiert, glaube ich, nichts, weil wir sind nicht tot mit jemandem. Und hier ist auch kein Laden mehr. Haben wir dann alle Läden eigentlich durch? So, oder fehlt dir jetzt noch was? Wenn wir jetzt hier nach rechts gehen, dann kommen wir raus, oder? Gut, dann nehmen wir unser Luftschiff und düsen doch einfach mal kurz los. Speichern tue ich trotzdem mal zwischendurch. Natürlich an einem anderen Speicherplatz, man weiß ja nie. Wo geht's denn jetzt hin? Wir können jetzt natürlich, yeah. Können wir auch höher steigen oder so? Ach so. Ja. Jetzt können wir ja alles abklappern hier. Oder wie ist das jetzt? Mein Gott, ist die schnell. Und die kann über Berge... Nee, die kann nicht über Berge fliegen. Na gut. Die ist ziemlich schnell, muss man ja mal so sagen. Dann gehen wir doch mal dahin, wo der Wind ist. Wir fliegen hier querfeldein. Wo war denn das nochmal? War es nicht irgendwo rechts? Wird uns das angezeigt? Nee, warte, hier sind die... Nee, hier will ich nicht hin. Hier sind diese komischen Statuen. Wo ist denn der Wind? Oh Gott, der Wind. Der Wind, das himmlische Kind. Warum meine Karte? Wird mir da irgendwas angezeigt? Wo dieses Windding ist? Ist es das da unten links, diese komische Wolke? Nee. Das heißt, dass wir, glaube ich, die Insel verlassen oder so. Aber hier ist ja dann noch gar nichts gewesen. Ich glaube, wir müssen hier mal ein bisschen rumcruisen. Ich weiß nur, dass es irgendwie weiter rechts war oder so. Ich weiß aber nicht mehr, ob oben oder unten oder... Weil es ging halt nicht weiter, dann ist man ja direkt weitergeflogen. Wie schnell das aussieht, ey. Bam! Mit dieser Insel muss ja auch mal irgendwas sein. Ja, halt diese Dinger, ne? Vielleicht mal ein bisschen weiter runter, genau. War das hier irgendwo? Blö. Hm. Ist ja auch doof. War das hier? Nee. Schade. Sah so verdächtig aus. Hm. Jetzt mache ich wieder so eine blöde Runde. Muss doch irgendwo sein. Lass mich mal runter. Wo könnten wir denn dann hin? Nochmal hier runter. Den Inseln hier oder ist das unsere alte Insel? Ich weiß es nicht mehr. Oh, das sieht aber alles sehr bekannt aus hier. Waren wir hier schon mal? Waren wir hier bei diesem Dorf? Kannst du hier landen? Obwohl das ein Fluss ist? Wie kommt man dann dahin? Hier einfach? Kannst du nicht hier landen? Das ist doch das Meer. Oder nicht? Hä? Ach, die können an Land... Ach so, warte. Moment, ich soll nicht im Meer landen, ich soll am Land... An Land landen. Ja, logisch. Moment, dann steigen wir mal aus. Amor. Ach, wir sind wieder in Amor. Das kennen wir doch schon. Habt ihr den Kristall ausfindig machen können, nachdem ihr gesucht habt? Nö. Wir sind's wieder. Hallo. Was haben die denn so? Oh, die ganzen alten Sachen. Chakraband. Was heißt alten Sachen? Jetzt muss ich mal eben überlegen. Amor.
Aber wir waren doch hier schon mal, ne? Amo, die Wasserstadt, genau. Hier war ich ja zuletzt. Und kann endlich mal wieder Pfeile kaufen. Das ist doch mal eine gute Idee. Nur, dass ich gar nicht so viel Geld habe. Und mal nochmal 10 Stück. Genau. Damit du erstmal damit kämpfen kannst. Das ist nämlich total blöd immer, wenn die dann keine Pfeile mehr hat. Ja, deck dich mal ruhig ein damit. Passt schon. Weil wir hatten in dem anderen steht immer kein Pfeilladen. Sonst hätte ich das wieder extra suchen müssen jetzt. Ist vielleicht gar nicht schlecht, dass ich hier so zufällig gelandet bin. Ja, hier. Unsere Heinis. Genau. Nee, dann will ich hier wieder weg. Dann waren wir hier ja auch schon mal. Und mach einen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 3. Und ich suche mal das Windding. Bis dann.